Solche Spielplätze kennt ihr natürlich alle. Sehen ja auch immer irgendwie gleich aus. Und man macht da auch immer das Gleiche. Aber wo soll man denn hin, wenn man sich zum Rutschen eigentlich zu alt fühlt? Ich habe da einen Tipp bekommen. Kommt mal mit. In der Stadt Goa in den Niederlanden kann man neu entwickelte Spielgeräte testen. Hey, kann ich mitspielen? Ja? Alle Spielgeräte hier funktionieren mit Technik. Auch dieses. Das hier ist ein DJ-Pult. Hier kann man Musik an seinem Handy anmachen, das dann hier drauflegen und dann spielen wie ein DJ. Was ist denn so besonders hier an dem Platz? Ich kann hier alles machen mit den elektronischen Geräten. Ist einfach anders als auf der Rutsche oder so. Es ist toll, hier zu spielen mit der eigenen Musik und zusammen Musik zu machen. Das ist einfach moderner. Jerun arbeitet in der Firma, die das DJ-Pult entwickelt hat. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wir haben gesehen, dass es sicherlich für die ältere Jugend wenig zu tun gab auf dem Spielplatz. Und wir möchten gerne die Jugend zusammenbringen, dass sie sich wieder zusammen unterhalten. Und Musik verbindet die Jugend einfach. Das Gerät, das steht ja draußen und da ist ja auch ganz viel Technik drin. Kann die nicht irgendwie kaputt gehen oder kaputt gemacht werden oder so? Nee, das Gerät kriegt man nicht kaputt. Steht im Regen, Schnee, man kann mit Cola drauf, Sand, alles kein Problem. Dafür ist es entwickelt. Und wird es das in Deutschland denn bald auch geben? Hoffe ich. Und es soll in Zukunft auch noch ganz andere technische Spielgeräte geben. Daran arbeiten die Spieleentwickler ständig. Ich finde es echt cool, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, wie man Spielplätze moderner machen kann. Denn es macht echt Spaß, einfach mal was anderes zu spielen.